Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Team Günstmaus ist am Start. I got your back, Boys and Girls. Ich habe heute günstigere Alternativen zu Fenty Beauty, falls euer Portemonnaie genauso aussieht wie meins nach den Feiertagen. Freunde, Freunde, Freunde. Ich habe eine richtig coole Sache mir ausgedacht und zwar dachte ich mir, dass es ja mittlerweile in meiner Schminksammlung viele Produkte gibt, die ähnlich inspiriert oder nah von Fenty Beauty Produkten sind und ein Produkt war ausschlaggebend und das ist recht neu, das habe ich zufällig gefunden, ist L'Oreal Infallible Puder und wir werden eine Seite nur mit Fenty Beauty schminken, eine Seite mit günstigeren Alternativen. Es ist, glaube ich, alles außer ein Produkt wirklich Drogerie. Guess what? Ich glaube, es sieht am Ende genauso aus wie die andere Seite. Bevor es aber losgeht, freue ich mich, dass dieses Video wieder in Zusammenarbeit mit Beautymates entsteht. Ihr kennt Beautymates mittlerweile schon, aber für die Neuen möchte ich euch ganz kurz nochmal erzählen, was Beautymates ist. Beautymates ist eine Skincare-Marke hier aus Deutschland, die für jedes Problem, was du mit deiner Haut hast, die Antwort hat. Und das Geheimwort sind Booster. Es gibt nämlich viele verschiedene Booster, die ihr euch zusammenstellen könnt im Set-Konfigurator beispielsweise. Und ich benutze in letzter Zeit gerne, vor allen Dingen nach den Feiertagen, die Heizung ist an. Meine Haut ist normalerweise so ein bisschen fahl. Benutze ich hier den AHA Booster. Das ist eine AHA-Säure, die so ein bisschen dafür sorgt, dass euer Pornbild verfeinert wird, dass die toten Hautschüppchen ein bisschen, ja, sanfter werden. Und das Coole ist, ihr könnt das Ganze mit einer Hautpflege kombinieren. Ihr könnt das entweder pur auf euer Gesicht geben, das ist dann ein bisschen stärker, oder für so einen leichten graduellen Effekt mit eurer Lieblingscreme zusammenmischen. Meine Lieblingscreme ist die Hyaluron Lift Cream für trockene Haut. Ich vergleiche sie immer mit der Charlotte Tilbury Cream, die ja sehr reichhaltig ist und die ist super reichhaltig. Also ihr habt es eben in der Aufnahme gesehen, eine ganz, ganz tolle Creme, die das Gesicht für den ganzen Tag mit Feuchtigkeit versorgt. Und das in Kombination mit dieser AHA-Säure, die eure Haut so ein bisschen strahlender und glänzender macht. Ihr werdet eine richtig schöne, glatte Hautoberfläche haben. Ich habe wieder einen Code für euch und diesmal mehr als sonst mit dem Code MAXIM30 könnt ihr nämlich 30% sparen. Ich setze euch alle Links einmal unten in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Das sind super coole Produkte und das Schöne ist, es gibt nicht nur den AHA-Booster, sondern es gibt Selbstbräuner-Drops, es gibt was für fahle Haut, es gibt Vitamin C und es kommen in Zukunft auch ganz, ganz viele neue Produkte, die ich jetzt auch bald für euch schon testen darf und dann werde ich euch dann natürlich auch nochmal ein Update zu geben. Also schaut unbedingt bei Beautymates vorbei, wenn du ein Problem hast mit deiner Haut, sei es Pickel, sei es fahle Haut, es gibt den richtigen Booster. Ansonsten, Freunde, Geheimwaffe ist tatsächlich diese Creme. Ihr seht sofort diesen Glow hier in meinem Bereich und das kommt ausschließlich von der Creme, weil sie super reichhaltig ist. Ich benutze sie gern vor Make-up, deswegen habe ich sie auch schon einmal aufgetragen. Schaut auf jeden Fall bei Beautymates vorbei und denkt an meinen Code. Und jetzt, Freunde, geht es los mit dem Video. Ich bin super aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber ich hatte neulich ein Produkt gefunden und das ist dieses L'Oreal Infallible Fresh Wear Puder. Ich habe das ja schon, das ist das hier und das habe ich ja schon geliebt. Das war, glaube ich, sogar in meinen Jahresfavoriten drin, es hat auch schon Hit the Pan. Und ich habe das jetzt in dieser Fresh Wear Edition gekauft und habe mir passend dazu auch nochmal ein Backup von einer meiner absoluten Lieblingsdrogerie-Foundations gekauft. Das ist nämlich die Infallible Fresh Wear Foundation. Ich habe es jetzt in der 235 und dieses Puder ist eigentlich ein Foundation-Puder. Kostet ungefähr 13 Euro, ist also ein Drittel günstiger als das Fenty Beauty Foundation-Puder. Ich habe das Ganze auch schon getestet, was mich dann zu der Videoidee gebracht hat. Fast identisch. Ich finde nur, das oxidiert nicht so stark wie das hier. Wir schminken jetzt aber so ein Fullface Fenty, Fullface Drogerie. Und ich fange als erstes mit der Foundation an. Auf der rechten Seite machen wir die Drogerie-Seite, auf der linken Seite die Fenty-Seite. Und ich benutze hierfür die Infallible Fresh Wear Foundation. Die finde ich ich würde nicht sagen Dupe. Ich finde, Dupe ist immer so ein bisschen schwierig. Bei manchen ist es ein Dupe, bei manchen ist es eher eine gute Alternative. Und ich glaube, wir sind immer hier für günstigere Produkte, als es hier im High-End-Bereich gibt, oder? Lasst mich das auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Übrigens, falls ihr neu seid, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts, mir bedeutet es die Welt und ihr unterstützt mich damit sehr. Dieses Jahr, Freunde, schaffen wir die 100.000. Ich habe richtig, richtig coole Videoprojekte für die nächsten Wochen vorbereitet. Mit internationalen Make-up-Artists, mit TikTok-Stars, mit deutschen Beauty-Influencerinnen. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt,
Ihr wisst, wo der kommt. Auf der Fenty-Seite benutzen wir die Hydrating Foundation. Ich bin nicht so ein Fan von der, ehrlich gesagt, weil die sieht nicht so schön aus auf meiner Haut aus. Diese hier, Color Match Perfekt, ihr werdet es gleich sehen, ist mit die schönste Foundation, die es in der Drogerie gibt. Es sieht nicht aus, als hättet ihr irgendwas im Gesicht, sondern sie perfektioniert einfach nur ganz leicht eure Haut. Und ich habe schon so viel davon erzählt. Ich wundere mich, warum ich sie nicht in den Jahresfavoriten hatte. Ich glaube, weil ich sie das Jahr davor gefunden hatte. Deswegen hatte ich sie diesmal nicht mit reingenommen. Ihr seht, die hat eine ultra hohe Deckkraft für diese Textur. Also ich pumpe noch mal ein bisschen. Die ist extrem flüssig, aber die Deckkraft dabei ist fantastisch. Also ihr werdet es gleich sehen. Ich kann die natürlich dann so ein bisschen aufbauen und ihr habt ein wirklich sehr gut ausgeglichenes Ergebnis. Und das, also dieses Fresh Wear, das ist ganz krass, weil sie sieht nach 8-9 Stunden immer noch frisch aus, wie frisch aufgetragen. Kenne ich von der Foundation so nicht und für den Preis ist es eine sehr, sehr gute Sache. Auf der anderen Seite benutzen wir die Fenty Foundation. Die ist natürlich jetzt ein klitzekleines Stückchen heller, aber sie oxidiert so ein bisschen. Ich darf es nicht vergessen. Fenty Drogerie. Die Fenty Foundation hat eine etwas höhere Deckkraft. Sie ist aber auch ein bisschen pastiger. Also ich mag die Hydrating Foundation von Fenty eigentlich nur, wenn ich sie mit der anderen von Fenty mische, weil sie sich dann so ein bisschen ausgleichen. Dann ist sie nicht zu glowy, dann ist sie aber auch nicht zu matt. Und Ziel dieses Videos ist es ja auch nicht, Fenty Beauty schlecht zu machen. Um Gottes Willen, ich weiß, es wird mir gerne immer ein bisschen ausgelegt. Nein, um Gottes Willen, was hätte ich denn davon? Ich will euch einfach nur zeigen, dass ihr mit Drogerieprodukten ähnliches, günstig, fast, bei mir sieht es eigentlich irgendwie immer, das habe ich das Gefühl, gleich aus, ein gutes Ergebnis hinkriegt. Also ihr seht, Fenty hat ein bisschen mehr Deckkraft als die Fresh Wear Foundation, aber vom Finish sind sie 1:1 gleich. Falls ihr einen Dupe habt, schreibt das der Community auch gerne einmal in die Kommentare. Ich finde das immer süß, wenn ihr euch gegenseitig in meinen Kommentaren unterstützt und Fragen beantwortet. I love it. Für Concealer habe ich auch zwei. Einmal den Fenty Pro Filter Concealer. Ich könnte schwören, dass dieses Jahr bestimmt noch eine Hydrating-Version rauskommt. Auf der anderen Seite den Catrice True Skin Concealer. Die Textur ist sehr, sehr ähnlich. Das ist nicht cremig, das ist nicht moosig. Ich kann es schlecht vergleichen. Also sie kommen sich sehr, sehr nah. Also ihr seht, auch Fenty ist so ein bisschen dickflüssiger. Und kommt dem von Catrice sehr, sehr nah. Auch in der Langlebigkeit habe ich das Gefühl. Und das Ganze lassen wir einmal so ein bisschen antrocknen. Ich bin ein kleines Stückchen näher gekommen, dass ihr das auch so ein bisschen besser sehen könnt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ich den Concealer ausgeblendet habe, ob ihr einen Unterschied seht. Ich blende mit verschiedenen Seiten aus. Ich habe ja meinen eigenen Schwamm. Der hat Gott sei Dank ein paar Seiten, mit denen man ausblenden kann. Ich fange erst mit Drogerie an und blende den True Skin Concealer von Catrice hier aus. Und ihr seht, der verblendet sich extrem gut. Also am Anfang fand ich ihn nicht so schön auf meiner Haut, wie ich ihn jetzt finde. Meine Haut hat sich so ein bisschen verändert. Und durch die Trockenheit jetzt passt das vielleicht auch ein bisschen besser als zum öligen Sommer. Lässt sich schön verteilen, hat auch so einen natürlichen Glow. Auf der anderen Seite nehmen wir die andere Seite und blenden hier Fenty aus. Beide haben eine ähnliche Deckkraft, ähnliche Farbe jetzt sowieso, finde ich, ausgeblendet. Geht das dann immer. Halten auch ungefähr gleich lang. Also der Catrice Concealer ist gut. Der ist jetzt aber nicht so lang anhaltend wie der Liquid Camouflage. Kommen wir zum Setten. Und auf der Fenty-Seite, da habe ich ein ganzes Video zu gemacht. Verlinke ich euch einmal hier oben. Habe ich das Pro Filter Soft Matte Powder Foundation Dingsbums. Mag ich ganz gerne. Aber eher als Puder zum Drübergeben. Also alleine fand ich, es sah am Anfang fantastisch aus. Aber es ist extrem oxidiert bei mir. Ich nehme meinen Blende voll und sette damit den Concealer unter den Augen, so dass ich es reinpresse, weil ich dadurch dann einfach noch mal ein bisschen mehr Deckkraft habe. Ihr seht das direkt. Ich nehme die andere Seite vom Blende voll, ich drehe um und benutze das Infallible Puder. Ich habe das jetzt in der Farbe 235, glaube ich, war das. 130, Entschuldigung, 235 die Foundation. Das hat ordentlich Kickback, aber auch hier, die Deckkraft ist enorm, enorm hoch. Ich blende nochmal hier so ein bisschen aus und dann gehe ich hier so ein bisschen lang. Also das ist ein bisschen heller und wahrscheinlich nicht unbedingt die richtige Farbe für mich, aber auch das oxidiert ein Stückchen, aber ich finde nicht so orange wie hier der Fenty Concealer. Also ihr seht es, das Fenty Puder. Ihr seht schon, es oxidiert ein Stückchen. Es ist ein bisschen heller, aber es oxidiert auch und passt sich dann so ein bisschen
an. Das ist ein sehr, sehr schönes Puder, vor allen Dingen, um auch zwischendurch mal so ein bisschen rüber zu gehen. Also ich gehe jetzt hier einmal komplett über mein Gesicht, mache das Ganze natürlich jetzt wieder ein bisschen heller. Auf der anderen Seite, ich mache den Pinsel sauber, gehe ich in das Fenty Puder. Da habe ich jetzt hier die 210 und setze das drauf. Das Fenty Puder ist ein Müh feiner gemahlen, finde ich. Sieht aber overall, ich sehe da keinen Unterschied. Vor allen Dingen, wenn wir es gleich setten, sehe ich da nada. Okay, abgesehen von der Farbe sehe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so einen großen Unterschied, oder? Zum Bronzen habe ich selbstverständlich auch zwei Produkte. Einmal den Fenty Sun Stalker Bronzer in Private Island und auf der günstigen Seite hier die Catrice Sun Glow Matte Bronzing Powder in 030 Medium Brown. Wir machen jetzt erst hier Catrice, recht günstig. Und lässt sich gut aufbauen. Also ihr habt nicht sofort einen braunen Fleck im Gesicht. Und es gibt den auch in verschiedenen Farben. Und ihr seht sofort so ein bisschen frischer und gesünder aus. Auf der anderen Seite benutze ich einen anderen Pinsel. Und wir gehen in die Private Island rein. Ich mag den, weiß ich nicht. Mir ist der zu, der gibt mir zu wenig Farbe ab. Also jetzt geht's, weil ich ihn so ein bisschen aufgekratzt habe schon. Aber weiß ich nicht. Also da bin ich so ein bisschen. Bronzer, ich liebe Bronzer, you know it, aber so 20 € ist ein Maximum, was ich für einen Bronzer ausgeben würde. Und der kostet auch 32 oder so. Sieht schön aus, aber ich finde, da kann man auch ruhig zur günstigen Version von Catrice gehen, oder? Da ich kein Blush-Dupe-Alternative habe, lassen wir das Ganze aus und wir machen weiter mit Highlighter. Und das ist auch der teurere. Und zwar habe ich hier, der ist auch recht neu, das ist der Rose Rave Highlighter aus dieser Diamond Gloss Bomb XY-Reihe. Im Vergleich dazu hier von Be Perfect, die gibt es bei Pirsch, glaube ich. Den von Stacy Marie. Das ist jetzt die falsche Farbe. Den gibt es auch in Rosa. Also es gibt verschiedene Farben, auch von dem hier. Ich habe jetzt gerade nur nicht die richtigen. Ich gehe als erstes hier mit dem Pinsel von Leti rein. Ich mag diese Gloss Bomb Dinger, weiß ich nicht. Also sie sehen am Anfang, sehen sie immer super schön aus. Schaut mal. Geben so einen leichten Glow ab und aber auch so ein bisschen glitzerig. Aber im Laufe des Tages habe ich das Gefühl, also war bei dem Cognac Candy oder wie das Ding hieß, dass es überall war. Aber ist schon schön. Also ich mag diesen Effekt sehr gerne. Wer aber ein bisschen pigmentierter ist, ich wechsle den Pinsel zu einem sauberen. Da ist noch ein bisschen Puder dran. Und nehme den hier. Und der ist noch ein bisschen zarter und sieht noch ein bisschen nasser aus. Aber der Effekt ist exakt der gleiche. Also sehr wet und glitzerig, weil da ist so eine durchsichtige Grundtextur drin. Sehr schönes Finish auf der Haut. Okay, für die Augen habe ich auch zwei Paletten wieder rausgebracht. Und das ist mir eben zufällig aufgefallen. Und zwar gibt es ja von Fenty diese Snap Shadows. Das sind diese Sechser-Paletten mit verschiedenen Farben. Mag ich ganz gerne. Das ist die 1. Catrice hat ja diese 5-in-a-Box-Dinger rausgebracht. Und die 030 Warm Spice kommt der schon sehr, sehr ähnlich. Ich mach das mal auf. Schaut mal. Ist schon ähnlich. Also das Rot ist sehr nah. Das Braun ist auch sehr nah. Und die Goldtöne auch. Das Einzige, was anders ist, ist hier bei Catrice ist es eher so ein Kupfer. Und hier ist es so ein Rosé. Wir fangen als erstes mit der Catrice-Seite an. Und da fühle ich euch ein Stückchen näher ran. So, jetzt könnt ihr euch auch das Ergebnis einmal von Namen anschauen. Also ich finde, dass die L'Oréal-Seite hier im Porenbereich wesentlich weich gezeichneter ist als bei Fenty. Ihr seht schon, dass es hier unter den Augen so ein bisschen oxidiert. Creasen tut es bei beiden, liegt aber an den Concealern. Ich fange als erstes mit Catrice an und mache das jetzt mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Hier ist die Drogerie-Seite. Gehe hier einmal ein bisschen rüber. Das Lid ist noch ein bisschen feucht. Gehe in das Rot. Die sind super, diese Dinger. Ne? Also ich hatte die ja auch mit Natasha Denona verglichen. Fantastische Alternative. 4 €. Fast fertig. Mach den Pinsel sauber. Das T-Shirt kommt eh gleich in die Wäsche. Und gehe hier bei Fenty rein und gehe in dieses Rot. Das ist die Farbe Come and Get It. Ihr seht, der ist nicht so pigmentiert wie der von Catrice. Ne? Also benutze aber deswegen auch denselben Pinsel. Farbe ist sehr, sehr ähnlich, finde ich. Die haben nicht so viel Kickback wie die von Catrice. Die sind ein bisschen fester gepresst. Mir persönlich ist es aber egal. Ne? Also bei Catrice ist es natürlich schon ein bisschen mehr. Aber bedenkt, ich habe ja auch wesentlich weniger für die Lidschattenpalette gezahlt. Die Fenty ist so ein bisschen dunkler. Das ändern wir aber gleich, wenn wir bei Catrice in das Dunkelbraun gehen. Und dann nehme ich einen Pinsel von Elli, diesen von BH, Code Maxim 10. Und das setze ich mich hier außen hin. Nee, komm, wir gehen das mal hier komplett auf unser Lid. Wir machen mal einen richtigen Smoky Look, damit ihr auch mal die Deckkraft sehen könnt. Schaut mal.
4 Euro. Und dann verblende ich das Ganze nochmal hier lang. Ich liebe diese Looks im Moment, ne? Dieses einfach zwei Farben, boom, fertig. Ich nehme die saubere Seite von dem Pinsel. Hier ist Catrice, hier ist sauber. Klopf aber nochmal ab, nehme die saubere Seite, gehe hier rein, lade den Pinsel auf, klopf ab und presse mir die von Fenty rauf. Seht ihr einen großen Unterschied? Nein, ne? Ah, nee, also ich glaube, das ist eindeutig oder fast kein Unterschied. Klar, so ein bisschen Farbnuancen und so. Aber ganz ehrlich, wenn ihr auf die Straße gehen würdet und ich euch fragen würde, welche Seite ist Catrice, welche Seite ist Fenty, niemand würde es wissen. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. Und ein Catrice und Fenty. Okay, look at her now. Für die Lippen habe ich einen Vergleich zwischen der neuen Gloss Bomb Cream Version und hier von Revolution Pro. Das ist die Farbe, das hatte letztes Mal so oft gefragt, Turnabout. Pro Supreme Gloss Lip Pigments. Ich trage jetzt nur die auf. Vom Effekt auf den Lippen sind aber auch die fast identisch. Farbe sieht jetzt ein bisschen verrückt aus, finde ich. Ja, die Farbe gefällt mir jetzt nicht. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Fenty drüber. Die sind vom Effekt ähnlich auf den Lippen, ne? Schön glossy. Ich habe noch eine Mascara, Freunde. Einmal die Fenty Full Frontal Mascara und die Unlimited Mascara von L'Oreal. Der Unterschied ist natürlich das Füßchen. Vom Effekt finde ich die aber sehr gleich. Ich mag die hier von L'Oreal sehr, sehr gerne. Super schwarz, die lasse ich mir gleich hier liegen. Die zieht nämlich jetzt hier in meine Schublade ein. Auf der Fenty-Seite die Full Frontal. Das Füßchen ist halt ganz spannend bei denen. Ist so ein bisschen inspiriert von einem Finger, weil es so flach und rund ist. Aber ganz ehrlich, also Mascara, da muss man nicht viel Geld, also nicht mehr als 15 Euro für eine Mascara, Freunde, unbedingt. Und zum Setten habe ich euch selbstverständlich auch noch was mitgebracht. Und zwar bei Fenty die What It Geo Seite. Und von Revolution das Face Fix Spray. Riecht ähnlich, machen beide denselben Effekt, frischen so ein bisschen das Make-up auf. Und sehen schön frisch aus. Das war einmal die Fenty-Seite und die Drogerie-Seite. Ich bin gespannt, welche Seite euch besser gefällt. Für eure persönliche Hautpflege denkt auch an den Code bei Beautymates. Ich lasse euch alles unten in die Infobox. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.